Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich starte heute einen Vlog um 19.49 Uhr, weil der heute und morgen gehen wird. Ich aber morgen einen Termin habe, wodurch ich wahrscheinlich den halben Tag nicht vloggen kann und ich aber super motiviert bin. Und Punkt. Ich werde jetzt einen Kuchen backen und zwar diesen hier. Ich hoffe sehr, dass es jetzt richtig ist, also von der Ausrichtung her. Und ihr könnt jetzt gerne einen Screenshot machen oder was auch immer, wenn ihr den nachbacken wollt. Ich wandle das Rezept ein bisschen ab. Seid gespannt, ich nehme euch mit und werde mir erstmal alle Zutaten rauslegen. Und dann zeige ich euch, was ich verändert habe. Also was eigentlich wie angedacht war und was ich aber stattdessen genommen habe. Also was ich verändert habe, ich nehme Rohrzucker, das ist hier noch so ein Rest, aber Rohrzucker halt statt normalem Zucker. Ich nehme laktosefreie Schlagsahne statt Buttermilch und ansonsten habe ich nichts verändert. Achso, doch hier, das hier nehme ich statt einer Vanilleschote, das ist so ein Vanillepulver mit, ein bisschen gestreckt, ihr seht es selbst. Bin damit allerdings sehr zufrieden und nehme das hier. Achso, das Problem ist, ich kann den Kuchen jetzt gar nicht kosten. Ich kann euch gar nicht sagen, wie der schmeckt. Ich backe den nämlich für eine Freundin, der ich den morgen früh bringe, weil sie morgen während meines Termins auf Karl aufpasst. Und da bringe ich ihr den Kuchen zum Frühstück mit. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe gestern voll vergessen weiter zu filmen. Ich sehe schon wieder super aus. Ich bin gerade dabei, mich Zeug zu machen. Wieso habe ich eigentlich meinen AirPod-Käse in der Hand, ey? Das ist so eine frühe Uhrzeit, also zu so einer frühen Uhrzeit aufzustehen, ist wirklich nichts für mich. Ich warte gerade nur noch für ein Glätteisen. Hier sieht es aus wie Sau, weil mein ganzes Werkzeug hier draußen liegt. Und Punkt. Es ist noch unfassbar früh. Ich glaube, es ist eine Minute nach dem 7 oder so. Da habe ich gar keinen Bock drauf, aber ich habe jetzt einen Termin. Deswegen muss ich jetzt so früh aufstehen. So, ich bin dann auch mal soweit. Ich werde jetzt frühstücken, beziehungsweise mir erstmal einen Kaffee kochen und irgendwas noch zu essen für Karl raussuchen. Ich muss ihn dann noch erstmal wecken und anziehen und dann kann er nämlich auch noch was essen. Und dann muss ich noch was ausdrucken, dann bin ich aber soweit fertig und dann kann ich auch losfahren. Mittlerweile ist Karl wach und angezogen. Ich habe meinen Drucker da oben zur Abwechslung mal wieder aktiviert. Ihr seht, es ist schon wieder umgeräumt. Aber jetzt ist alles auch endgültig. So, ich präsentiere euch jetzt hier nochmal, ich bin schon wieder da, mein Business-Outfit. Das ist, glaube ich, eine gute DDR-Bluse. Ich glaube, da steht hinten irgendwas mit VEB, sonst was drin. Und ich finde ja, aber... Schmetterling drauf. Ein Schmetterling? Ja. Wo? Ja. Das hier? Ja. Das ist eine Schleife. Und ihr seht schon, oha, jetzt von aus der Perspektive passt es voll perfekt mit dem Strich. Da sieht eigentlich ziemlich cool aus. Wieso halte ich eigentlich mein Handy vors Gesicht? Jedenfalls seht ihr schon ein bisschen noch was von der Umräumung. Ich zeige euch das dann aber gleich nochmal konkret. Ich werfe jetzt bloß die Bluse in die Wäsche. Ich brauche die nämlich am Mittwoch nochmal. Habe ich nochmal einen seriösen Termin, wo ich halt dieses Outfit trage. Also, naja, die Socken vielleicht nicht und... aber die Hose und die Bluse werfe ich jetzt mal ganz schnell in die Wäsche, damit ich das dann wieder habe. Karl ist hier noch am zweites Frühstück machen. Oma, Mami. Wir haben es jetzt 11.07 Uhr und ich weiß noch, dass ich neulich, als ich diese Möhrensuppe gekocht habe, 3 Stunden gefühlt am Kochen war. Oh, kann das Backpulver auch aus dem Sichtfeld nehmen. Heute gibt es eine Gemüsesuppe oder einen Gemüseeintopf. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden, ob ich das dann pürieren werde oder nicht. Und da wollte ich euch jetzt mal zeigen, also ich mache wieder einen Zeitraffer, wie ich das Essen mache, was ich daran mache, seht ihr ja dann. Und ich habe übrigens den Kuchen, den ich gestern Abend gebacken habe, ich habe euch den natürlich nicht mehr in fertig gezeigt, aber er sah wirklich genauso aus wie auf dem Bild, bloß halt in länglich. Den habe ich ja für eine Freundin gebacken. Ich habe ein ganz kleines Stück davon probiert, der war wirklich sehr lecker. Dafür, dass es ein Kuchen mit Obst ist. Ich stehe da jetzt nicht so drauf, grundsätzlich, aber der war wirklich gut. Also kann ich euch empfehlen, wenn ihr auf sowas steht.
ich mir hier so ein schönes, wie nennt man das? Printable, was auch immer, runtergeladen für ein für meine Essensplanung. Heute gibt es, wie gesagt, Gemüsesuppe. Also morgen gibt es Bagels. Da habe ich so mit Sesam solche Bagels hier geholt. Da machen wir halt einfach so ein bisschen Frischkäse und so. Also jetzt nicht irgendwie großartig. Ein bisschen, was weiß ich, Reibekäse, Tomaten und ja, also einfach Bagels halt. Mittwoch gibt es Nudel-Tomaten-Auflauf. Und zwar habe ich da... Ja, das hier, was weiß ich denn, ist das ein Auflauf überhaupt? Keine Ahnung, aber hier diese Tüte, dann habe ich glaube ich solche Schleifchennudeln wieder und halt Tomaten. Dann gibt es Donnerstag Hähnchen mit Ofengemüse, da habe ich das hier. Da vom Hähnchen habe ich jetzt nicht so Hähnchenbrustfilet, sondern geschnetzeltes. Kann ich euch eigentlich auch zeigen, das dürfte... Hier, so geschnetzelt das. Und Gemüse habe ich dann das hier. Das ist jetzt verkehrt rum, aber ihr erkennt das ja wahrscheinlich. Und genau, Reibekäse für da drüber. Ach nee, da kommt kein Käse drüber, oder? Nee, hier kommt kein Käse drüber. Genau. Und Freitag, weiß ich noch nicht, ob wir Mittag überhaupt hier sind. Wenn ja, dann ja, entweder wir bestellen was oder... essen irgendwelche Reste so aus dem Gefrierschrank oder sowas. Ich wollte euch mal so ein schönes hier behind the scenes zeigen, wie es hier aussieht. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt gefilmt habe. Es ist schon wieder übelst viel Zeit vergangen. Wir haben aber auch eine Menge gemacht in der Zeit. Wir waren jetzt gerade bei der Post und jetzt bin ich jetzt wieder in die Wohnung reingekommen, dachte mir so, boah, du kannst das aufräumen und Staubsaugen nicht auf morgen verschieben. Hier sieht es aus wie Sau. Deswegen werde ich jetzt, nachdem ich mir die Hände gewaschen habe, hallo Karl, meine erste Amtshandlung wird sein, hier alles komplett aufzuräumen. Ich zeige euch jetzt erstmal meine Pläne, weil ich bin super aufgeregt. Zum einen, dass es also über... ja, das, wie es werden wird. Und zum anderen, weil ja schon ein Teil so ist, wie es werden soll, was auch immer. Und zwar fangen wir hier mal mit der Ecke an. Ich habe jetzt den Schrank von Karl hier und Karl hat meinen Schrank, da wo sein Schrank halt war. Da guckt was raus. Da guckt ein Erdner raus. Jetzt ist natürlich das Gestrichene, hatte ich ja perfekt auf mein Bett angepasst. Jetzt, wenn man hier so davor steht, dann sieht man, dass es genau bei der Hälfte sieht echt ziemlich cool aus, aber ich werde es nicht so lassen. Ich werde das hier noch streichen bis hier und diesen Streifen, den ich hier oben gelassen habe, werde ich halt auch da und unten so lassen oder aber bis hier vorne streichen, damit dann so diese Bettecke so komplett in der Farbe ist. Und hier werde ich das Ganze auch nochmal bis hier drüben machen, also wieder mit dem Streifen und so weiter. Genau, also diese Wand wird noch der Rest gestrichen und hier halt auch. Genau, das Bett bleibt so stehen. Hier kann man gut hin. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen wenig aus. Ich kann euch das nochmal zeigen. Hier kann man super lang laufen. Das hier ist erstmal noch provisorisch. Das ist jetzt, weil der Drucker noch da oben steht, aber der bleibt nicht da oben. Der kommt dann nämlich auf eine Kommode, die hier hinkommt. Und zwar ist das hier ja so ein Malm-Nachttisch, heißt die. Also die Serie heißt, glaube ich, Malm. Und davon gibt es auch Kommoden mit verschiedenen vielen Fächern. Und ich habe jetzt eine ausgesucht, das sind hier jetzt, hier sind ja zwei. Und ich habe jetzt eine, die 5 Fächer hat, also die ist 1,23 oder so hoch, was weiß ich, bis hier oder so. Und oben sind 2 kleine Fächer und ansonsten sind es halt große. Und der ist 40 breit und hier sind auch nochmal 40 cm, also ist dann 80. Und dann steht die halt da komplett so an der Wand halt. Und da kommt dann auch der Drucker drauf. Genau, die kommt da hin und der hier wandert entweder zu Karl rüber, aber eigentlich ist da kein schöner Platz dafür. Ich werde ihn wahrscheinlich verkaufen oder erstmal aufheben. Und ich habe überlegt, ob ich noch so einen zweiten Teppich hole für die andere Seite, also für da. Für diese Ecke bzw. für diese Wand
werde ich die Streifen noch komplett bis zur Tür, also bis halt hier, werde ich dann mal ausmessen und dann noch so Streifen machen. Der Tisch bleibt da stehen. Hier wird es genauso sein. Ich werde die Streifen auch nochmal bis hier rüber machen. Das Tagesbett-Sofa werde ich verkaufen. Ich werde natürlich die ganzen Kissen und die Tagesdecke und das Fell behalten. Aber an sich so das Sofa mit den zwei Matratzen und zwei Bettlaken werde ich verkaufen. Der Couchtisch bleibt hier, aber für die Ecke gibt es dann ein neues Sofa, was dann von hier bis, ja weiß ich nicht wo das jetzt gerade ist vom Maßen her, aber was auf jeden Fall hier so ein Ecksofa sein wird in weiß, kann ich euch auch einblenden, wenn ich hier ein Stückchen, vielleicht kriege ich das hier halbwegs reinmontiert, mal sehen. Jedenfalls sind dann die Streifen da dahinter, die ganzen rosa Kissen kommen dann auf das weiße Sofa, der Couchtisch bleibt da halt, der steht dann da in der Ecke von dem Sofa. Genau, und mit dem Bild hier habe ich mir überlegt, dass ich dann entweder abmesse, wenn alles fertig ist, dass es mittig über diesem Teil vom Sofa hängen wird, aber das ist wegen der Schräge wahrscheinlich ein bisschen knapp, oder mittig über dem Tisch, aber das ist mir dann eigentlich auch ein bisschen zu nah am Spiegel. Deswegen werde ich nochmal ausmessen von der Tür bis hier, wie viel, also wie breit das ist. Und davon werde ich das Bild dann genau mittig hängen. Der Punkt ist, dass das Bild schon seine zweite Position hat. Also es wurde schon viermal gebohrt, obwohl es halt nur zwei Aufhängungen hat. Es kann sein, dass das Bild nochmal verschoben wird. In der Kalmzimmer kommt ein neues Kallax-Regal, also überhaupt ein Kallax-Regal. Ich habe ja das kleine, was er hatte, verkauft und habe jetzt ein großes rausgesucht. Ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ja, ich hoffe, ihr wurdet ein bisschen unterhalten. Das war jetzt doch mal wieder ein bisschen anderer Alltag als jetzt vielleicht in den letzten beiden Lockdown-Vlogs, weil ich halt jetzt, ich sag mal, endlich mal, man freut sich ja doch über, ich sag mal, so Abwechslung, endlich mal einen Termin hatte und alles ein bisschen anders halt war als sonst. Genau, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von den Umräumplänen haltet. Ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich verlinke das letzte Video mal unten drunter. Das dürfte theoretisch ein anderer Vlog von unserem aktuellen Alltag gewesen sein. Und das davor theoretisch auch. Schaut da gerne mal vorbei. Und ja, dann bis zum nächsten Video.